ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Ja, Leute, ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt uns viele Daumen nach oben da gelassen beim letzten Video, in dem Rezo ein Leben zerstört hat. Und ja, ich habe mich jetzt für Ju entschieden. Hallo. Das war meine Anmoderation. Ist okay? Das ist vollkommen in Ordnung, Ju. So, wir haben jetzt noch einen Kommentar. Das habe ich extra rausgesucht unter einem Video von Ju damals. Und zwar schreibt die liebe Emil Scamander: Ich habe darauf gewartet, mich lang vorbereitet und endlich ist es soweit. Auf ein Video mit Ju und Gnu. Das ist doch super cute. Dafür auf jeden Fall mal Applaus. Amy, Applaus. Applaus. Und wie gesagt, Leute, schreibt lustige Kommentare in die Kommentare und dann kommt jetzt nächste Video eventuell. So, denn heute lege ich dir ein kleines in die Hand und du musst versuchen, dieses richtig zu lieben und schön herangedeihen zu lassen. Das ist perfekt. Ich liebe Deswegen wollen wir mal gucken, wie weit du heute kommst. Wir beginnen ein neues Leben. Jetzt der Name ist... Ja, machen wir so auf... Ist das so eine Geburt aus uns beiden? Eine Fusion? Okay. Okay, kein Bock, aber... Nein, dann das nennen ist, wir das Ding gut. Judrun. Judrun. Was nimmst du ein Gender? Ich würde Male nehmen, da kann ich mich besser hineinversetzen. Jetzt haben wir sogar ein besonderes Talent. Musik, Sport, Crime oder gar nichts. Boah, Crime. Oh mein das Ding lebt nicht lange. Attributes unten. Okay, wie bist du so drauf? Gute Frage. Also diszipliniert bin ich ja schon, ne? Ja, also obwohl ich würde sagen, momentan das ist eher nicht so. Doch, das ist zu schlimm bei dir. Okay, okay. Ich glaube, Fertility ist Fruchtbarkeit, weil dann muss es 1000% sein. Ich bin todesfruchtbar. Okay. Null? Happiness. Wieso nur? Okay, komm, ich glaube, du bist doch gut in Schuss. Und Smarty würde ich schon auch sehr Smarty. Ja, wirst du mich auch krass. Oh, das ist aber, das ist lieb. Und Willpower ist auf jeden Fall auch hoch. Jemand, ja, der krass, okay, gut, ich bin einfach so ein Monster. Nein, aber jemand, der krass Breakdance und bedenke, wir sind Crime. Wir werden es schwer haben. Ja, ich schätze dich einfach nur ein so. Ich bin safe. Omegas. Okay, wir starten dein Leben. Bist du bereit? Oh, der kleine Juicer. Ach, übrigens, Ju, welche Croissant-Füllung haben wir denn heute? Heute haben wir die Croissant-Füllung Schokolade. Und? Gemini. Deine Mutter Sophia Kant ist eine Weddingplanerin und ist 40 und dein Vater Dieter Fuyu ist auch Weddingplaner und 24. Holy shit. Ja. Ah, mein Vater nicht immer Didi, nur so zur Didi Info. Aber du kannst ihn auch, ja. Didi. Und ihr habt eine Katze, die heißt Moonshine. Okay, ich würde sagen, lass uns anfangen. Ah, genau, deine Mutter fordert dich heraus, dass du eine von deinen Favoriten-Filmen quasi eine Pose nachperformst. Was wirst du tun? Also über den Flur, über den Boden krabbeln, deine Mutter ihre Haare reißen, Ball halten oder Stand Up the Crib? Also ich glaube, ich würde so... Die Mutti ist dann halt so, scheiße, mein Kind ist safe, so saudumm geworden irgendwie so, weil ich einen viel zu jungen Mann geheiratet habe, der auch so gar keine Ausbildung hatte. Und auf einmal guckt die so und ich stehe da einfach im Crib, so im B-Boy-Stance, so, was willst du? Ich kann stehen mit null. Können Kinder mit null stehen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. So, du hast einen neuen Freund, der Lothar Kaiser. Oh, ich hasse Lothar Kaiser. Ein Little Boy named Lothar Kaiser möchte mit dir befreundet sein. Freunde werden das oder ihn ablehnen. Er ist nicht der Schlauste, er sieht gut aus und er ist verrückt. Darauf stehen noch die Frauen. Das hässliche Kind aus der Nachbarschaft. So. Und der hat so reiche Eltern, ich mag den gar nicht. Also reject ablehnen. Oh, die Katze ist gestorben. Moonshine mit 9. Sie wurde von einem Auto überfallen. Das war schon Thomas. Das war ich im Auto. Der Thomas so schnell wieder fährt. Wir können auch Tiere haben übrigens, glaube ich, gell? Oh ja, tatsächlich. Boah, eine Schlange würde ich nehmen. Boah, es gibt... Ja, dann würde ich so ein Lechuga, so ein Turtle, die leben ja auf jeden Fall so hunderte von Jahren. Ja, ask my parents to buy her, oder? Ja. Your parents bought your turtle named Lechuga. Lechuga. Süß, die ist jetzt auch bestimmt hier drin, guck. Oh. Boah, lass dir ein bisschen Bacon geben da unten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ne? Ja, ist gut. Oh, tatsächlich, die ist übel happy, ne? Okay, geil, das reicht erstmal. So, weiter geht's. Okay, also es gibt quasi einen Fluchclub, so einen Secret Club. Und die erlauben immer nur Kindern in diesen Club reinzugehen, die böse Wörter sagen. Let me in, damn it, I'm Oh mein Gott. Warum ist denn unsere Gesundheit so beschissen? Ja,
weil wir nebenbei noch rauchen, das haben wir jetzt hier nicht erwähnt. Ah, okay, ja, klar. Ja, ich habe früh angefangen, professionell passiv zu rauchen. Der Anton Lehmann, während dem Unterricht und während deinem Lehrer Mr. Decker da ist, holt er sich einen Silberfisch vom Boden und frisst es. Ignorieren, was er tut, es dem Rektor petzen, ihn angreifen oder ihn auslachen. Also direkt angreifen, die attacken. Du bist wie Rezo. Oh. Right Hook. Headbutt, Elbow, Poke. Ich würde einen Ellenbogen geben. Schon so auf die Nase drauf. So. Okay, let's go. Oh mein Gott, der ist echt fast gestorben. You elbowed your classmate. Holy shit. Your father is suffering from itchy bottom. Juckender Po, aber warum wird uns mitgeteilt, dass unser Vater einen juckenden Arsch hat? Okay. Oh nein, das ist genau der Moment, wo die Mom weg ist und der Vater so, oh, mein Arsch juckt. Komm mal her, Judron. Aber vielleicht, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Love Interest, Antonia Decker. Ja, die sieht nicht sehr beliebt. Gut aus, aber die ist nicht so beliebt. Ja, es könnte deine erste Erfahrung sein. Die ist im Science Club, würde ich nehmen, ja. Start okay. Going out with her, ja. Läuft bei mir, what? Dann gib ihr mal so ein Geschenk, Gift. Ich geb dir so ein Hoodie, das ist Bitlife Hoodie. Das ist so mein Hoodie, den ich immer selber getragen habe. Der riecht so nach mir, weißt du. Ah, ich habe nicht genug, wir haben nicht genug Geld, wir haben gar kein Geld. Wir haben noch 0 Euro, ja, okay, moin. Wir fragen die nach Geld, dann kaufen wir der mit dem Geld ein Geschenk. Ja, sie. Your girlfriend Antonia said she has nothing to spare. Boah, okay. Jetzt habe ich noch eine, die arm ist. Oh, scheiße. Wir können ja auch nichts machen noch, ne? Finance. Süßes nee, und älter werden, let's go. Oh, das Durchfall. Deine Mutter leidet an Durchfall. Nee, meine Mutter. Wieso nicht juckt ich. Dein Vater, sein. Oh ja! Deine Mutter. Ja, die machen irgendwas Komisches mit ihren. Auf jeden Fall. Driver License? Au. Wir sind schon 17. Oh, what? Take the test. Okay, what does the road sign mean? Dangerous, decline ahead, hill ahead, mountain trucking ahead. Ja, das oberste, glaube ich. Failed your driving test. Wir beide. Geh mal Relationships. Ich muss gucken, ob meine Chaya noch da ist. Ah, warte, frag die nochmal nach Geld. Du siehst aus wie eine Bank. Scheiße. Boah, aber da kannst du schon mal was leihen mit. Wie lange sind wir mit der zusammen? Seit 5 Jahren schon. Ja, lass mal ganz kurz gucken. Was man da noch machen kann mit ihr? Make love. Ja, lass mal ein bisschen Liebe machen, ey. Das war unser erstes Mal nach 5 Jahren. Wie romantisch. Oh, romantisch. Mach nochmal Liebe. Nochmal. Jetzt sind wir süchtig. Jetzt sind wir richtig so buschig geworden. Mal gucken, ob die unendlich viel mit sich machen lässt oder ob die irgendwann sagt, ich kann nicht mehr sitzen. Oh, her enjoyment wird weniger. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh nein, Ju! Oh nein, die ist schwanger geworden. Du bist ja auch super fruchtbar. Stimmt. Das haben wir ja ganz vergessen. Ich würde sagen, don't keep the baby. Okay. Mach don't keep the baby. Und jetzt gehen wir mal auf Relationships. Wir machen Schluss. Echt? Ja. Aber davor machen wir noch mal Snoo Snoo. Und dann machen wir Schluss. Jetzt machen wir Schluss. Das ist aber richtig hart, ne? Break up. Oben break up. Jetzt außerdem kein Geld. Broke up. So. Boah, ist das hart. Boah, okay. Boah. You graduated from, also wir sind jetzt quasi, wir haben es geschafft. Wir haben den Abschluss geschafft. What will you do now? Look for a job? Take some time off. Universität? Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Es war aber hart. Ich habe jetzt gerade, es ist auch noch so Trennung gerade hinter mir und so. Ich fange jetzt an mit YouTube. Geh mal auf Relationships. Wie geht's bei der Turtle eigentlich? Ist sie schon tot? Boah, die hasst dich. Die hasst dich einfach nur. Lass sie mal frei, oder? Release her. Oder nee, verkauf die. Da kriegen wir Geld. Wir machen Online-Marketing hier. Post in Ad Online. Okay, ein Magier namens Maximilian möchte gerne das Tier haben für 14 Dollar. Ja, komm. Oh. 14 Euro, ja, I'm sorry, aber... Ja, war auch schon alt, ne? Guck mal bei Crimes. Ich fange an so mit Pickpocketing. Du hast auf der 18 ja, Dollar. Ja, moin, läuft bei mir. Dann müssen wir halt einen Job annehmen, ne? Dann kriegt man schon relativ viel Geld. Mach mal Special Career da unten. Oh nein. Organized Crime. okay. Oh mein Gott. Yakuza, ja, okay, komm. Schneiden wir ein paar Finger ab. Du bist nicht eingeladen. Oh. Okay, shit, egal. Dann gehen wir in die nächste Mafia. Ich will irgendwo rein jetzt hier. Sind wir okay, doch zu dann jung? Gehen wir. Nein, das ist ein gutes Alter, kriminell zu werden. Ich bin noch nicht kriminell genug. Okay, Activities. Wir müssen noch ein bisschen miesen Shit machen. Einbrechen? Ja, okay. Let's do it. Oh Gott, nein. Nein. Oh Gott. Hier links, links. Ja. Oh Gott. Warte. Nein! Ich will nochmal, das schaffen wir. Oder zwei Hunde. Warte, shit, runter. Ja. Okay, rechts. Links. Ich will eigentlich hoch. Schon gehen, wenn es geht. Ja. Jetzt den Fernseher und jetzt gehen wir unten rum. Raus. Perfekt. Wir haben so viel. Nice. 16.000. Jetzt können wir uns noch ein paar Sachen her mal gönnen.
So. Direkt mal Dating-App. So, und all die ich wette mit dir das Geld. Ja, okay, die ziehen wir dann ab. Dann mach 60, 69. Deswegen meine ich ja, die haben bestimmt Geld. Ich würde sagen, ich will schon 1,2 Millionen. Ja, safe, safe. Let's try it. Oh mein Gott! Go on date! Go on, Josi! Oh, süß! Wohnt in Panama City. Hat eine Tochter, Julia Stein, Hermann Stein, 39, Lea Stein. Alle älter als ich. Wenn die tot ist, nehmen wir ihre Tochter. Go on date. You're now dating Janina Mendes. Läuft bei uns. Hey, wir müssen direkt Liebe machen. Ja, wir müssen direkt gucken, Liebe machen, dass es gut läuft, weil... Your enjoyment, her enjoyment. Oh, das glaube ich. Oh. Your parents disapprove of your girlfriend. Okay, meine Eltern haben ein Problem mit unserer Freundin Jania. Sie sagen, dass sie einfach, dass sie halt einen schlechten Geschmack für Fashion hat. Was wirst du tun? Mit ihnen streiten? Ich würde denen zuhören und dann nichts tun. Listen to them, but do nothing. Okay. Dass sie nur ein Problem mit ihrem Modegeschmack haben, ist ja interessant. Ich würde sagen, wir lassen jetzt nochmal ein Jahr weiter. Und dann machen wir mit 22 nochmal was Kriminelles. Nude Model. Oh, Art Model. Ja, auf jeden Fall, oder? Nackt-Model. Ja, safe. Guck mal, wie viel Salary? Ja. 32.000. Wir sind jetzt Nacktmodel mit 22 und haben eine... Wie alt ist unsere Frau nochmal? 71-Jährige. Oh mein Gott. To marry her at the golf tournament. Ja, machen wir. Das ist ja richtig gut. Accept her proposal. Oh yeah, it's love. Oh mein Gott, das ist so ein Jackpot gerade. Plastic Surgery. Wir machen Plastic Surgery. Botox, Eyelid Surgery, Facelift. Ja, Enlargement Surgery. Oh mein Gott. Machst du das ein Riesen jetzt? Oh, Dr. Krüger, Dr. Müllers Reputation. Oh mein Gott, wir sollten Dr. Safe Krüger nehmen, Dr. ansonsten Krüger, haben wir danach ja. keinen großen. Your penetration surgery was successful. Your penis is now 1.49 centimeters longer. Ja, läuft bei uns. Lass ihn noch länger machen. Immer hört sie einen Riesen. Oh, ich kann nicht mehr. Nein, geht nicht mehr. Your fiancé, deine Verlobte Jana, is demanding you get... Also sie möchte, dass wir jetzt heiraten. Okay, mhm. Let's go, oder? Ja. Let's do it. Her net worth. Oh, 4 Millionen. Ah, okay, jetzt wird's spannend. Wir wollen ja ihre Kohle. Ja, deswegen brauchen wir keinen Ehevertrag, weil dann heißt es, wenn wir uns trennen, kriege ich die Hälfte oder alles. Okay. Stepchildren. Krass, wir haben jetzt ja die... Ja, oh, shit. Du bist Vater. Und die sind älter. Die sind älter. 50, 46, 42. You are now sharing assets with your wife. Woo! Geil. 2 Millionen. Oh, your wife Janina has been diagnosed with heart disease. Shit. Sie hat ein Herzproblem. Oh, oh no, jetzt tut es mir irgendwie leid, obwohl wir eigentlich darauf hinausgespielt haben. Wie alt ist sie jetzt eigentlich? Oh, sie ist schon 78. Uff. Okay, oh Gott, take the driving test today. Ja, okay. Okay. Oh Gott. What does the sign mean? Snowboarding, mobile crossing, ski lodge, property, snow ranger patrol. Ich glaube, snow ranger patrol. Your coworker Franziska, okay, also sie möchte mit uns abhängen. Ja, okay, let's do it. Hit that. Oh yeah. Oh Gott, deine Frau Janina streitet mit dir, weil du sie betrügst. Was würdest du tun? Zurückargumentieren? Oh, apologize. Nope. Erstmal apologize. Okay, und dann weitermachen. While you're on the road, also während du unterwegs bist, findest du auf dem Boden eine Tasche voll gefüllt mit Drogen. Was tust du? Wir konsumieren alles davon. Oh Gott, du hast die ganze Shopping-Bag konsumiert. Da sind wir doch eigentlich tot. Oh, die Happiness ist ganz, ganz weit unten. Oh nein, sind wir drogenabhängig, Mann. Wir sind drogenabhängig und fast tot. Oh Gott, wir haben Ängste. Ja, ganz toll, weil du dich Drogen konsumiert hast. Soll ich einen Job suchen bei der Mafia? Vielleicht nehmen die mich jetzt? Ja, zu den Triaden. Success. Yes. Headquarters sogar direkt in Köln. Passt. Gesundheit 3. Wir sind gleich tot, Ju. Wir müssen jetzt... irgendwie die Gesundheit wieder aufpeppen. Zum Arzt, ganz schnell. Witch Doctor. Ja, 38 Euro. Du bist gestorben. Was? Beim Witch Doctor, der hat noch gegen Ende unser letztes Leben genommen und 38 Euro so ein. Die ist ganz schnell zum Arzt gewusst. Aber Ju Drun ist 34 Jahre geworden, hat ein Vermögen von 5 Millionen Dollar gehabt oder Euro. Wir waren ein Triade, haben nur die normale Schule gemacht. Drei Kinder, drei Liebhaber. Also wir sind an dem blöden Hexendoktor gestorben, Ju. Krass, aber trotzdem ein sehr, sehr aufregendes Leben gehabt. So, ne? Was man alles erlebt hat, was man gesehen hat, so strong. Ja, so. Klar, dass ein Flashmob performt wird in einer Bibliothek für meinen Tod. Ju, 34 Jahre. Ich bedanke mich sehr, dass du bei diesem Video dabei warst. Check gerne unten Ju's Kanäle ab und vielen Dank, Ju, an dich. Daumen nach oben. Danke auch. Und geil. Ja, lass mal einen Daumen nach da. Einen Daumen nach da und Kommentare, denn das freut dich nur mich, sondern auch den Algorithmus. Und jetzt raus! Raus!